Hallo YouTuber, willkommen zu einem neuen Let's Play von GTA San Andreas. Und zwar zeige ich euch heute mal mein neu gemoddetes San Andreas. Also ich will eure Meinung hören, ob es so gut eingestellt ist und alles. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Stellen, so die Autos, also von der Grafik her, wie es für euch ist. Also die Sounds, so wie ihr hört, habe ich auch geändert. Das ist nicht mehr die originalen. Ja, und jetzt fahren wir mal ein bisschen rum. Schießen wir mal ein bisschen. Vielleicht eine kleine Polizeiverfolgung. So. Das nächste, was ich dann wahrscheinlich bei dem Spiel mache, ist einen Car-Spawner reinmachen, wo ich dann meine ganzen Autos spawnen lassen kann. Was Auto ist. At least it was before I fucked everything up. Dann haben wir mal den Truck davon, oder halt das Pickup. So. Nehmen wir den mal. Ja, und ich will wahrscheinlich dann auch noch Car-Mods reinmachen. Eigentlich wollte ich erstmal auf die Schnelle in, also das Real Cars 2 reinmachen, aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert, so wie ich das wollte. Also besser gesagt, es funktioniert gar nicht. Ja, warte ich noch mal ein bisschen lauter. Das ist schon besser.
ziehen wir mal kurz raus. Stimmt nichts. Ja, war klar. Oh Mann, alles umsonst. Wie ihr wahrscheinlich seht, ist auch die FPS ein wenig niedrig. Also da müsste ich auch noch gucken, was man da noch machen kann. Also am Laptop kann es nicht liegen, schon mal vorher. Nicht, dass ihr meint, es ist irgendein scheiß Laptop, aber an dem kann es nicht liegen. Das liegt an irgendwas, irgendeine falsche Einstellung oder so. Also jetzt holen wir uns mal ein Auto. Stehen wir einfach mal mitten rein. So, ich suche jetzt mal kurz den Knopf, wo viele Spock waren, weil ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit warten. Gucken wir mal. Auch mal so ein bisschen mit. Vielleicht kommt ja was, vielleicht das Suchen. Also geht hier lang. So, jetzt gucken wir mal. Also ich guck nach meinem Cheat immer auf Mobile Power. Verkehrsdienst, glaube ich, ja. Viele Sportbahn. Everyone is rich. Aber funktioniert. Everyone is rich. Und funktioniert es nicht. Usen HD. Sonst hat es Träume funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Also jetzt gucken wir mal, ob schon was kommt. Ich habe schon ein Vorrat. Auch ein scheiß Auto. Ich brauche nicht. Autos. Ah, da kommt was. Da kommt was. Meint ihr, mit dem kann ich ein Foto machen? Ah, ja. Geht. Jetzt hör auf zu hupen. Thank you.
Snow Andreas, also beim anderen Spiel. Also bei, auch bei GTA, wo ich gemoddet habe, da habe ich ja den kaum einen Feind gekriegt irgendwie, aber ich weiß auch nicht, jetzt funktioniert der irgendwie nicht. Entweder ich liegt an. Ich gerade noch mal. Entweder liegt es an der GTA-Echse oder liegt es an dem Internet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Anderes Auto. Nein, bleib stehen. Mit deinem Bullet. Na gut, was der für ein Sound. Ich habe das Spiel selber, seit ich den Ton verändert habe, noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Also ich spiele das mit dem neuen Sound heute auch zum ersten Mal. Thank you.
Reicht das mal so? Also jetzt hole ich mir mal kurz ein Waffenset. Professionales Kit. Funktioniert auch nicht immer. Und unendlich Munition. Das hat es nicht funktioniert. Oh. Jetzt Sniper. Flammenwerfer. Ja, okay, die Flammenwerfer.
haben sind jetzt nicht so, aber das werde ich noch alles ändern. Die Sounds sind gut. Wenigstens etwas, was gut ist. Nimmt sich das an. Wenn ich ein Messer kaputt mache, war jetzt alle abgehauen. Nein, warum haben alle ab? Achso, das wollte ich auch mal noch hören. Was könnten wir machen? Wir können ja mal alles von oben angucken. Machen wir so einen Hubschrauber. Wo ist das? Rote Hunter. Ja, wo ist die Hand? Schauen wir gleich. Also, oha, gut. Hallo? Funktioniert jetzt. Oha, gut. Ja. Oh, halt noch ein bisschen. Oha, gut. Hoffentlich kann ich den jetzt fliegen. Steig ein. So, was ist jetzt? Steig heute. Wieso kann ich da nicht einsteigen? Also. Qualität. Ja, ihr seht ja, ich habe was aus GTA San Andreas gemacht. Das
könnte vielleicht ein Grund sein, GTA 5 noch nicht zu kaufen für San Andreas. Also ich spiele San Andreas gerne. Erstens jetzt, seit ich jetzt das Grafikmodding durchgeführt habe. Ich meine jetzt so von der Grafik her, für jemand, wo erstens vielleicht keinen so guten PC hat oder zweitens sich nicht gleich GTA 5 für 70 Euro kaufen will, für den tut sich doch sowas ganz gut, finde ich. Und ich meine jetzt so von den Sounds und alles ist das doch gar nicht mal so schlecht. Und von der Aufnahme, also von Dings, von der Grafik und allem, also kann man ja nichts sagen. Ja, es ist alles in guter Qualität und auch die Leute, da ist jetzt gerade ein Rollstuhlfahrer runtergefahren. Ja, und wenn ihr dann irgendwelche Vorschläge, Meinungen oder Äußerungen oder Kritik oder sonst irgendwas habt, dann meldet euch einfach. Und das war dann für heute mal alles und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.